Hallo und herzlich willkommen bei uns in der E-Bike Erlebniswelt. Er hat Modell Lauda. Wir zeigen Ihnen, der Steffen und ich, wir zeigen Ihnen jetzt unsere Vorführ-E-Bikes der Marke Tauberrad, unsere Hausmarke, und zwar die Modellreihe 2022. Wir beginnen hier mit einem wunderschönen Herrenrad oder Diamantrahmen. Es ist mit einem Brose-Motor ausgestattet, und zwar die stärksten Brose-Motoren ihrer Art. Das ist der sogenannte Triefe S. Mag steht für Magnesium. 90 Newtonmeter bringt er. Und wir haben auch die Software entsprechend so eingestellt, dass wir, also wo wir überzeugt sind, dass es am besten läuft. Kombiniert wird das, der Motor mit einer Rohloff, einer manuellen Rohloff-Schaltung. Und ja, 29 Zoll Reifen haben wir auch drin. Die können Sie übrigens dann bei uns, weil das ja ein modular gefertigtes E-Bike ist, können Sie das dann bei uns auch in verschiedenen Reifenarten, Breiten haben, mit verschiedenen Profil direkt ab Werk. Und was noch besonders ist, wir haben hier einen 56er Rahmen, der fällt sehr hoch aus. Also ich brauche den mit 1,88 Meter. Die Leute, die dann über 1,90 Meter sind, die kriegen dann einen 60er Rahmen. Also der geht dann so zwischen 1,90 und 2 Meter. So, da la. Steffen? Jawohl, das Ganze haben wir auch nochmal in so einer Cross-Variante. Das ist dann ein 29er. Der Herr Mott hat es gerade erwähnt, 29 Zoll. Ist auch ein Herrenrahmen, so ein Diamantrahmen. Wir haben jetzt hier eine SRAM 11-Gang drauf. Das Fahrrad ist sehr gut, ich sag mal, für All-Terrain-Aktionen geeignet. Wir haben dann auch hier die 90 Newtonmeter Brose-Motor drin, und das Ganze ist halt eher etwas, sagen wir mal, für Crossover-Aktionen sehr gut geeignet. Haben wir schon gesagt, dass es das in unendlich viele Farben gibt? Auf jeden Fall. Also wir haben einmal Sonderfarben, die dann wirklich auch, ich sage mal, teilweise in Autolackfarben gefertigt werden können, lackiert werden können. Das ist eine sehr gute, das ist eine sehr hohe Eigenschaft an diesen Fahrrädern, ja, wo man sagen kann, ich lasse vielleicht auch mal mein Auto oder das in meiner Autofarbe lackieren. Zumindest so ähnlich. Ja. Es kommen noch zwei Modelle mit einem tiefen Durchstich oder mit einem Trapezrahmen, und zwar in 27,5 Zoll. Ja. Und dann anhand von den E-Bikes können Sie dann einmal den Brose-Motor testen, Sie können die Schaltungen alle testen und können dann quasi Ihr individuelles E-Bike kreieren. Mhm. Kustomade. Genau, da geht es ja darum, unser modulares Baukastensystem, wo Sie individuell Ihr Räder zusammenstellen können, dass dieses Custom-Made-Konzept, was wir hier betreiben, dass jeder wirklich nach Wunsch seinen Rahmen raussucht, Schaltungsvarianten, Bremsanlagen, Lichtanlagen etc. pp. Das würden wir dann in einem weiteren Gespräch mit Ihnen persönlich besprechen, um dann Ihr persönliches E-Bike-Projekt zu verwirklichen bei uns. Jetzt zeigen wir Ihnen unsere Modellreihe Tauberrad mit Bosch-Antrieb. Wir haben überall, auch so wie bei Brose, den stärksten Antrieb mit Performance CX mit 85 Newtonmeter. Und damit wir auch in dieser Saison ganz schnell lieferbar sind, haben wir uns zwei Jubiläumsmodelle, 20 Jahre Tauberrad, haben wir kreiert. Die stehen bei uns auch ab Lager. Das eine haben wir hier, das ist mit einer 27,5 Zoll Bereifung. Terrainbereifung mit einer Enviolo Novinci Schaltung in der schönen Farbe Weinrot. Ähnliches Modell. Dann als, das nennen sie übrigens Crossover. Hier haben wir das Sport, auch mit der Enviolo. Dieses Mal die 29 Zoll Bereifung in der zeitlos eleganten Farbe Nachtblau. Also sofort ab Lager lieferbar. Wir werden ständig beliefert davon. So, dann haben wir hier noch einige XXL E-Bikes, Modell Victoria. Die sind bis 170 Kilo zulässiges Gesamtgewicht geeignet, mit zwei Akkus. Ja. Also, und zu einem unverschämt günstigen Preis, frage Sie an, was es aktuell kostet bei uns. Ein Enviolo, Zahnriemen, tiefer Durchstich, boah, also ist echte Gelegenheit. Ja, das so ist ein Rädle, gutes Angebot. So Rädle gibt es kaum noch. So, und jetzt kommen wir zu unseren
individuelle, custom-made, genau. Modular, Baukasten gefertigt. Genau, das sind ja unsere Modular- oder Baukastensystemräder. Wir haben hier sogar einen Tiefeneinstieg in der Höhe, Rahmenhöhe 60 cm, wirklich für hochgewachsene Fahrer. Wir haben hier noch einmal einen Speedlifter dran, wo wir sogar noch die Lenkerhöhe nach oben stellen können. Den Lenker könnte man auch querstellen, um es besser zu verstauen. Das ist wirklich viel, was wir hier an diesen Rädern bieten können. Das kann man nicht bei allen Herstellern machen, aber bei unserem Tauberrad hier schon. Wir haben sogar auch hier dieses Crossover, wo wir das Unterrohr doppelt gewandet im Prinzip verstärkt haben. Das ist jetzt schon ein 160 Kilo Bike wird, zulässiges Gesamtgewicht. Und auch, wie gesagt, wieder, wir haben es in zwei Ausführungen, einmal für einen Riesen, der einen tiefen Durchstieg möchte mit Rahmenhöhe 60, also ja, da passen 1,90 Leute aufwärts drauf, ja, und das Ganze noch in Rahmenhöhe 50 cm, das sind dann für die normal gewachsenen. Ja, für so eigentlich eher für Frauen, ne? Nee, also Männer genauso. Richtig, wenn sie klein gewachsen sind, aber Männer sind ja. Also ich bin jetzt so 60 und ich mache mir jetzt wirklich Gedanken, dass ich mir einen Tiefdurchstieg E-Bike nehme. Da haben Sie jetzt einen sehr wichtigen Aspekt eigentlich angesprochen, und zwar: Gerade wenn wir unsere Kunden beraten, empfehlen wir immer, dass man sich ab dem Alter von 60 wirklich Gedanken macht, man will das Rad gute 15 Jahre fahren, dass man sich wirklich Gedanken macht zu überlegen, was mache ich jetzt? Will ich wirklich in den nächsten 15 Jahren mein Bein hinten über den Gepäckträger schwingen, um mich auf so einen Diamantrahmen zu setzen, oder gehe ich gleich auf diesen tiefen Einstieg? Das mal dazu. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit, also unsere Tauberrad-E-Bikes sind besonders nachhaltig. Das heißt, sie sollen sehr lang halten mit minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand, mit minimalen Folgekosten. Ja. Und man weiß nicht, wir haben jetzt aktuell Ukraine-Krise, wir haben Russland-Krise und. Wir haben eine Energiekrise, die auch jetzt noch kommt. Und man weiß nicht, ob man in 5 oder 10 Jahren noch Geld hat, sich was Neues zu kaufen. Ja. Aus dem Grund sagen wir, nachhaltig heißt, 15 Jahre ist Minimum, jo. 20 Jahre und 25 Jahre ist besser. Toll, ne? Ja, klar. Und Sie werden auch feststellen, wenn Sie bei uns ein E-Bike kaufen, Sie brauchen im Grunde genommen kaum einen Händler. Sie werden das meiste selbst machen können dran. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch zwei Herren, klassische Herrenräder oder im Diamantrahmen. Jawohl. Und das eine sieht man ja, das ist rot, ein schönes Planetrot. Wieder in 27,5 Zoll Bereifung, Allround-Reifen. Und es wird die Roloff E14 verbaut. Ein Tipp von uns: Kaufen Sie 2022 ein E14 Roloff E-Bike bei uns, ein Tauberrad, weil es wird 2023 von Bosch keine angeboten werden. Weil Bosch hat ein neues Smart-System mit viel Elektronik und da passt einfach die E14 noch nicht rein. Leider Gottes, wir werden zusehen, dass wir auch Tauberräder liefern können. 2023, aber sicher bekommen Sie es jetzt dieses Jahr. Und hier nochmal was ganz Spezielles. Genau. Das ist jetzt wirklich hier unser Crossover-Herrenrad, über das ich mich besonders freue. Es ist endlich da. Wir hatten es auch schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Wir haben hier eine Rahmenhöhe von 65 cm. Es ist wirklich ein Traum. Wir haben sehr viele Fahrer, die herkommen mit 2,2 Meter, 2,7 Meter, 2,12 Meter hatten wir letztens. Ne? Wir können jetzt für diese XXL-Leute dieses Rädle anbieten, auch in dieser breiten Reifenversion, 27,5 Zoll. Und? Mit Speedlifter. Genau, mit dem Speedlifter. Es wird wirklich, die Kundschaft und Interessenten dafür werden immer mehr. Wir haben momentan einen sehr hohen Zulauf. Wir können dann hier immer noch einmal den Sattel erhöhen. Wir können den Speedlifter mit einsetzen. Die Leute sind wirklich richtig begeistert darüber. Ne? Also ein großer mit 2 Meter, der aufrecht auf einem E-Bike sitzt, gibt es normalerweise gar nicht. Und dass mir hier sowas anbietet, ist eine Spezialität. Also wenn Sie so groß gewachsen sind, dann werden Sie wahrscheinlich nur bei uns so ein E-Bike in ganz Deutschland finden. Ja, ja, gut. Das ist mit der Novinci-Schaltung ausgestattet, mit Zahnriemen. Auch da haben Sie wieder die Möglichkeit, mit Kettenschaltung das zu wählen, mit Rohloff in allen Farben und. Also Sie sehen, wir können im Grunde genommen alles.
Außer Englisch. Außer Englisch, das können wir zwei nicht, aber das ist bei uns dann Fränglisch, ne? Fränglisch. Fränglisch, ja, genau. Fränglisch und Englisch gemixt. Also hier haben wir noch ein Bike, das möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Das ist unser Crossover FS, das ist unser Full Suspension. Ne? Es ist ein tolles Rädle, es hat wirklich ein tolles Design, sportlich gehalten. Wir haben das wirklich mit sehr guten Dämpfern ausgestattet, mit einer sehr guten Federgabel vorne, eine luftgefederte. Wir bieten es in der Schaltvariante Shimano 11-Gang Diora an, weil wir damit einfach die besten Erfahrungen gemacht haben. Wir haben hier sogar einen Speedlifter, ja, wo man dann den Sattel nach oben liften können und so weiter. Wir bieten es an mit verschiedenen Displays, Bedieneinheiten und ist eigentlich hier unser Renner bei den FS-Fullies. Ja. Und 30 verschiedene Farben. Jawohl, das darf man nicht vergessen. Also das ist jetzt unsere Modellpalette. Und wichtig ist noch zu erwähnen, am Ende des Jahres verkaufen wir unsere E-Bikes mit 20% Nachlass. Natürlich mit der Inspektion vorher dran gemacht, mit voller Garantie und Gewährleistung. Wir verkaufen sie jetzt schon, aber sie dürfen dann ab 1. Oktober abgeholt werden. Also wir freuen uns, wenn Sie sich zu einer Probefahrt anmelden. Klicken Sie auf den Link, der da jetzt gleich im Anschluss kommt. Und ansonsten lassen Sie sich überraschen über drei tolle Teststrecken. Da können wir alles bieten, was sich sonst noch ergeben wird in der Zukunft für Sie beim Fahren. Also dann, bis bald, auf Wiedersehen. Ciao.